Commentaries, Volume 3. In my hand, right now. Have you been following me? Leave me alone. That book is mine. Ich stehe die ganze Zeit schon hier. The Mythic Dawn. Are you... I mean, I don't know what you're talking about. I don't know anything about any cult. Kulk? You're in way over your head. I beg your pardon? You presume to tell me about Daedric cults? Hell yeah. I'll have you know that I visited the shrine of Sheogorath during the festival of the mad. Das erklärt einiges. I've spoken with Hermaeus Mora beneath the full moons. I've... They killed the Emperor, you fool. What? The Mythic Dawn were the ones? You have to believe me. I truly had no idea. I mean, I knew they were a Daedric cult. Kulk? Mankar Cameron's views on Mehrunes Dagon are fascinating. Revolutionary, even. But to murder the Emperor, Mara preserve us. You better give me that book. Yes, of course. I don't want anyone to think I had anything to do with their insane plots. Here, Volume 3 is yours. What you do with it is your business. Viel Spaß in Valenwood. I need the fourth book as well. You can only get Volume 4 directly from a member of the Mythic Dawn. I had set up a meeting with the sponsor, as he called himself. Here, take this note they gave me. It tells you where to go. I don't want anything else to do with the Mythic Dawn. Interesting, interesting. Good day. I had a copy of Volume 4. Yeah, that's a good. Bye. What do you... I told you, I'm done with those books. I'm sorry I ever got mixed up with those maniacs. Oops. Those wanted posters of the Grey Fox are everywhere. Gut, danke für die Info. Be seeing you. So, dann schauen wir doch mal im Elven Gardens District. Ich dachte, das wäre irgendwie in irgendeinem Dungeon oder so, das Meeting. Und der Kollege gerade eben hat anscheinend seine Stimme verloren. Letter? Was ist das? Nee? Note to Gwyneth, da haben wir's. Okay, Gwyneth, your interest in the writing, in the writings of the master has been noted. You are taking the first steps towards true enlightenment, preserve, and you may yet join the exalted ranks of the chosen. If you wish to continue further down the path of dawn, you will need the fourth volume of the master's commentaries on the Mysterium Clarkus. It can be obtained only from a member of the Order of the Mythic Dawn as your designated sponsor. I will pass on my copy to you if I deem you worthy. Study the first three volumes of the master's writings. Look for the hidden meaning in his words as best as you are able. When you are ready, come to the sunken sewers under the elven gardens in the imperial city. Come alone, follow the main tunnel until you reach the room with the table and chair. Sit down, I will meet you there and give you what you desire. The sponsor. Okay. Also müssen wir anscheinend irgendwie unser Gesicht verstecken, denke ich mal. Und das machen wir wahrscheinlich am besten, indem wir die Kaul anziehen. They'll pay for the murder of the Emperor. Now that we know who they are, it's only a matter of time. This just might be the break we've been looking for. Good work. We need to get that fourth book then. If Tarmina is right, Tarmina, we can use these books to locate the Mythic Dawn's hidden shrine. Let's go. I know that part of the sewers well. Kind of sewer dweller, huh? The sewers run underneath the whole Imperial City. There are access points in every district. The Blades have occasion to use them in our undercover work, as well as a means to move around the city without attracting attention. So wie Mikhail in Resident Evil 3. Follow me. I know how to get to the part of the sewers where we need to meet the sponsor. Okay. Let's go then. Ah, da ist er. Okay. Geh mal stark davon aus, dass es wahrscheinlich hier hinten sein wird. So wie er gerade hier energisch in die Richtung geht. Tidings? Naja, von mir aus. Wer ist er? Katotius, okay. Dachte irgendwie wegen Cautious oder sowas, aber anscheinend nicht. Okay, Balrog. Oh. Dachte, hier wäre irgendwo ein Bagger, aber anscheinend nicht.
Jesus Christ. Dachte, das wäre wieder so ein, ne? Dass wir hier gegen Mudcrabs und so wieder antreten dürfen. Zum Glück nicht. Weil sonst ein bisschen Fahrt. Ich glaube übrigens, ich bin mittlerweile mit Balrog... Ah, da haben wir doch einen. Mit Balrog so... Naja. So gut gestellt, dass ich mich vor dem auch als Grey Fox entblößen könnte. Ich glaube, damit hat er kein Problem. 14 Uses noch. Das heißt, wir benutzen erstmal den unseren Bogen größtenteils wahrscheinlich. Gegen das ganze Kleinvieh, was hier rumläuft. Wie zum Beispiel diese Mudcrabs. Keine Sorge, ich clear the area. Ist überhaupt kein Problem. Glaube ich eher weniger. Lass stecken, sprichwörtlich, Balrog. Was sind denn diese ganzen Mudcrabs hier? Am Ernsthaft. Ich habe eine Elder Scrolls geklaut mittlerweile schon. Just saying. Okay. Der Kollege braucht auch wieder ewig. Escort Missions, wer liebt sie nicht? Ah, der große Mangel an Resident Evil 4 unter anderem auch, dass das ganze Game eine fucking Escort Mission ist. Ah, das ist herrlich. Moment, was? Okay. Anscheinend hat sich Balrog irgendwie teleportiert gerade. Okay. Oh, interessant. 34 Gold. Thanks. Wo ist Balrog auf einmal hin? Hm. Mysterium Clarkless, definitiv. Oh, hallöchen, mein lieber Troll, Goblin, whatever. Niedlich. Okay. Das nehme ich mir gerne alles mit. Loot wird wohl nicht ganz so perfekt ausfallen, aber zumindest kriegen wir ein bisschen was. Ich glaube, gerade in diesen Crates macht es relativ wenig Sinn, da nachzuschauen. Ich glaube, da werden wir nicht wirklich irgendwas finden, was uns mittlerweile interessiert. Fuck yeah. Whoops. Jesus. Okay. Sehr gut. Steel Shield. Ah, okay, skalieren zumindest ein bisschen mit uns, was das Equip angeht. Ja, sagt er ja, während er den Steel Dagger hier sieht. Einen herkömmlichen wohlgemerkt. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was an Gold. Also gehen wir nicht komplett leer aus. Aber ja, definitiv schon besseren Loot gesehen, gar keine Frage. Der Kollege ist extrem blind. One Hit. Alright then. Potion of Sickness. Könnte sich noch als hilfreich erweisen, auf jeden Fall. Naja, mach du das. Kommt da hinterher, ja. Zumindest kommt er mit Mudcrabs und ähnlichem klar. Immerhin das, mein lieber Balrog. Ich geh schon mal ein bisschen vor. Kommt da hinterher? Ja.
Naja, ich hätte gleich eine Massage. Das ist eigentlich ganz gut, eine ganz gute Idee, dass wir die Aggro von Gegnern ziehen, damit er schneller, damit er mal anfängt zu rennen, der Kollege. Das ist definitiv Strats. Manchmal muss man in die Nähe von denen gehen, damit sie getriggert werden, wieder weiterzulaufen, und manchmal nicht. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Alright, the room with the table is just through this door. I always wondered who put it there. I happen to know that if you go up the stairs there, you can get a vantage point on the meeting room. Mhm. I think I'd better be the one to handle the meeting. You'll be my backup. Keep watch from above in case of trouble. Ja, macht Sinn. Er weiß ja, dass der Kollege, den er treffen soll, ein fucking Bosma ist. Der wird Bosma wahrscheinlich von einem Red Guard unterscheiden können. Bei Bosma und Danma wäre es vielleicht ein bisschen schwerer. I'll cover you. Good. Remember, we must not leave here without the book. It's our best chance of finding the amulet. I'm ready when you are. I may not survive this, but if I don't, you must. You must recover the book and find the Amulet of Kings. We'll do it together. I'm glad to have you at my back. Okay, let's do this. Oh, fuck yeah. I'm the fucking Grey Fox. Let's go. Hab ich alles equipped, was ich brauche? Ja. Okay. Schauen wir. Ich habe keine Ahnung, ob der Kollege das auch tatsächlich sterben kann. Wahrscheinlich schon, nach der Ansprache. Aber das werden wir natürlich zu verhindern wissen. So, you want to become one of the chosen of Mehrunes Dagon. The path of dawn is difficult, but the rewards are great. I have the book you seek. With it and the master. Moment. Possess the key to enlightenment. But do you have the wit and strength? There's someone else here. Come alone. Brothers, kill them. Okay. Okay, 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 okay. Okay. What the fuck? Jetzt, okay. Alles klar. Wir gehen wieder auf Elven Curse. Wir haben uns sehr gut, sehr lange verstecken können, was schon mal gut ist. Genau. Reflect Damage. Yes. Perish! Yes! Yes! Sag zu. Yes. Three more that won't be reporting back to their master. That could have gone smoother. Can't say I mind killing a few more of these bastards though. Get the book and let's get out of here. Alles klar. Let's go. I'll see you back at Cloud Ruler Temple. Uff. Ich glaube, der Kollege kann tatsächlich sterben. Wir haben es in dem Fall geschafft, dass er überlebt. Das ist natürlich perfekt. Das Fortify Personality. Hallo. Gerne. Ring of Fire Shield. Alles klar. I have the fourth and last volume of Mankar Cameron's writings on the Mysterium Claxus. I can now piece together the clues within them to find the Mythic Dawn's secret shrine. Maybe Tarmina can help. Gut. Und wir haben dafür gesorgt, dass der Kollege überlebt. Also haben wir auf jeden Fall hier alles richtig gemacht, würde ich sagen, ne? Gehen wir mal Balrog hinterher, nicht, dass der Kollege eventuell noch drauf geht auf dem Weg. Wieder zurück. Mhm, okay. Nee, nee, ich glaube, der Kollege, der findet ohne Probleme von alleine hier raus. Achso.
Ah ja, okay. Ja, das sollte kein Problem sein. Ich glaube, das überlebt er. Den kleinen Ausritt auf jeden Fall. Hm, was haben wir hier? Speechcraft, hier haben wir Personality. Man kann auch mehr als eine Kette tragen, davon mal abgesehen, aber okay. Also man soll ja nie die Logik des Games hinterfragen, ne? Wenn das Game sagt, du kannst nur maximal zwei Ringe und eine Kette tragen, dann ist das wohl so. Was ich immer noch nicht ganz nachvollziehen kann, aber naja. Ich glaube, es sind keine, Ah doch! Sind sogar Bücher, mit denen unsere Skills hier noch zunehmen. Die Bücher werde ich logischerweise auch alle vertonen. Sind nämlich doch einiges... Oh, Moment. Way? Where? Ah, way? Where? Achso, das war... Moment. Green? Emperor? Green Emperor? Way, where, to, where, to, uches? Where touches? Midday? Midday Sun? Okay. Okay. Ich hab's einigermaßen verstanden. Aber schauen wir mal, was Tarmina dazu sagt. Well met. Sirium Klaxis. The holy book of the Mythic Dawn, supposedly written by Mehrunes Dagon himself. If it exists, Green Emperor. Artifact of great and evil power. Und Midday Sun touches. Huh. To find their secret shrine to Mehrunes Dagon, you'll need to study the four volumes of Mainkar Cameron's commentaries. It is a fairly common practice of these kinds of esoteric cults to put hidden messages within their sacred writings. Cracked it. Simply by finding their way to the shrine, prospective members have already passed the first test on the road to enlightenment. You've piqued my curiosity about this puzzle. I will think on it myself and let you know if I have any ideas. Ja, das habe ich mittlerweile schon rausgefunden. With me tomorrow after I've given this matter some thought. Kein Problem. I'll keep studying the first two volumes of the commentaries. Who knows? I might turn up something before you do. Mhm. Das haben wir mittlerweile schon rausgefunden, dass dass dem schon mal nicht so ist, weil ich mittlerweile schon, ja, vier Schritte voraus bin, um genau zu sein.